Dari, let's play. Was? Was ist denn hier Fanny? Ey, hat der Komplexe oder so? Guckt er mich nur an? Oh, da war ein schönes Haus, ein schönes Haus, ja. Verpiss dich! Arsch, ey. Ja gut, der hat ja Angst vor Regen. Vielleicht ist er deshalb hier drin. Weil hier drin nicht regnet. Für ein Affe, ey. Guck, der hier einfach in mein Haus stolziert, ey. Was? Jetzt aber! Ey, das hatte ich ja noch nie. Nicht, dass der mir jetzt hier irgendwelche Blöcke wegklaut. Und hier alles kaputt geht in dem Haus. Wo ist er jetzt? Ist er wieder oben? Ne. Diesmal ist er... Ja, diesmal ist er weg. Okay, wenn es regnet, hat es einen Nachteil. Die Enderman, die kommen in meine Häuser gesprungen, geschneit, geteleportiert, wie auch immer. Die Schweinebacken. Ja, macht ja Sinn. Endermen haben ja Angst vor Wasser. Ah, nein, die wollte ich eigentlich nicht hier reinlassen. Ach, scheiße, ey. Affu. Hätte mal deinen Bogen gedroppt. Ja. Mit der Faust da nehmt. Hier hat jemand einen Roman dabei von Faust. Damit verkloppen wir jetzt immer die Gegner. Mit der Faust. Mit der Faust. Mit dem Faust. So, wahrscheinlich bringen wir die Glasscheibe jetzt falsch an. Da muss ich noch eine holen. Da. Wieso? Wieso ist die weg? Achso, war buggy. Was weiß ich warum. So, jetzt ist aber hier fertig. Jawohl. Könnten wir theoretisch noch tiefer machen bis hier eigentlich, aber... Eigentlich... Dürfte da jetzt nichts mehr wachsen. Da wird aber noch... Da wird noch was wachsen davon. Kannst du eigentlich ausgehen? So. Jetzt ist das aber fertig. Flop, 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 flop. So. Hier. Nochmal dran erinnern. Hier. Ich sage nochmal, falls einer die Ankündigung nicht mitbekommen hat. Hier, ihr dürft euch aussuchen, welche von den 12 Truhen an Weihnachten geöffnet wird. 1 bis 12. Sagt, was ihr möchtet. Der Inhalt ist von mir zufällig gewählt. Zufällig gewählt, ja. Und wenn keiner was sagt, nämlich eine zufällige. So. Das war jetzt die kurze Version. Wer die lange Version hören will, der muss es bei Folge Schlag mich tot gucken. Da habe ich es ausführlich erklärt. Das mache ich jetzt nicht nochmal hier. Meine Zeit ist ja auch begrenzt auf dieser Erde. Wobei, eigentlich nicht. Ich möchte es ja nicht sagen, aber... Die Psycho... Nee, die Psycho... Nein, die... Die Pharma... Die Pharma... Die Apothekenleute da, wie auch immer. Die... Ja, ich darf es eigentlich nicht sagen. Ich bin ja hier der Verschwiegenheit verpflichtet, aber die haben mir so ein... So eine ewige Lebenpille verabreicht. Ich bin der erste Mensch, der die jeweils... der die weltweit testet. Und jetzt warten die erst ein paar hundert Jahre und gucken dann, ob es funktioniert. Ja, wisst ihr Bescheid. Wenn ich hier in 100 Jahren noch immer Let's Plays mache, dann wisst ihr, wobei ne, ihr wisst es nicht, weil ihr dann schon tot seid, aber die, die nach euch kommen und die dann meine alten Episoden gucken, die wissen dann, ach guck mal, das hat funktioniert. Die wissen das. Ihr nicht. Ihr überlebt das ja nicht. Ach, da oben. Hallo? Hab ich schon alles rausgenommen? Ne, da noch. Und hier war noch irgendwie, ne, genau. Da. Und da. Perfekt. So, Hühnchen. Hühnchen in the house. Yeah. Perfekt, ey. Haben wir zwei Ziegel übrig. Das ist aber nicht schlimm. Das wird jetzt reichen. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall wird das reichen. So, hier, Äpfelchen kommt dahin. Dreck kommt dahin. Die Eier, die... Ah ja, die nehmen wir direkt mit. Die brauchen wir ja noch. Ein paar Fensterscheiben brauche ich jetzt noch wieder hier. Da, das wird auch reichen. Hier, Zäune werde ich auch brauchen. Ob die aber reichen, weiß ich nicht. Schilder brauche ich noch ein paar mehr. Nämlich 16. Ach ja. So wird's gemacht. Oder auch nicht. Ah, hier. Bevor ich da runter jetzt, da hoch jetzt gehe, mache ich hier die Level. Also verschwende ich meine Level wieder, weil ich habe keinen Bock, da irgendwie runter zu fliegen. Gehe ich im Arsch und die Level sind weg. Dann rege ich mich wieder nur auf. Hätten wir mal die Level benutzt, ey. Scheiße, jetzt sind die alle weg. War nicht mit mir. Ich bin ja Hellseher. Das wird sowieso passieren und ich habe kein Schwert mehr. Ah, ja. Wir haben uns selbst abgeschossen. Lol. So was geht. Was für ein Schwachsinn, ne? Du schießt die Treppen. Du schießt die Leiter runter, gehst dann die Leiter selbst runter und triffst dich selber. Wie denn? Du überholst den Fall und triffst dich im Arsch. So. Geil. Ich wusste gar nicht, dass so was möglich ist physikalisch, aber. Scheint ja, ne? Ah, ein Level fehlt uns für. Ah, hier, guck mal. Haltbarkeit, perfekt. E. Yeah, fehlt nur noch Effizienz. Jetzt haben wir schon fast unsere Imba-Schaufel. Ah, eigentlich hätte ich hier Effizienz erhöhen können auf der Diamantenspitzhacke. Da geht ja noch auf 5, ne? Hm. Ja, ist egal. Die Musik kommt auch andauernd. Ist doch nicht normal hier. Jetzt bringe ich hier eine Fackel an. Das ist mir hier so dunkel. Irgendwann kommt hier noch ein Creeper. Dann singe ich hier, ey. Ah, Creeper. Bombt unser ganzes Haus weg. Ja, wir haben gelernt, unser Bütchen hier ist nicht Creeper-sicher. Die kommen ja hier alle rein, Enderman-sicher. Creeper-sicher im Moment, ja. Denke ich mal. Das war ja schon mal anders. Da ist hier drinnen mal ja einer gespawnt, der Drecksack. Aber im Moment ist es Creeper-sicher, aber nicht Enderman-sicher. Das wollte ich nämlich auch einfach nur sagen. Enderman-sicher. So. Das hab ich auch. Die Eier habe ich jetzt auch. Gut. Dann können wir nach oben. Hab ich alles. Ah, halt. Ich habe noch kein Schwert. Dann brauche ich hier 2 Eisen. Ohne Schwert gehe ich nicht raus Haus. Nicht bei der Nachbarschaft. Das ist ja Todesurteil. Da musst du immer ein Schwert dabei haben. Wenn es Schusswaffen geben würde in Minecraft, würde ich auch eine Schusswaffe mitnehmen. Aber... Boah, das wäre auch was, ne? Das ist im Prinzip so ein weiterentwickelter Bogen dann. Boah, guck! Toll! Hier, da eine Pfeilkern weg, das ist doch scheißegal. Tja. So viele Eier können wir gar nicht mitschleppen. Jetzt haben wir die 1000 Dinger im Inventar und noch ein paar extra in der Hose. Ist ja lustig, ey. Lach mich hier kaputt, Alter. So. Da ist schon wieder die Höhe. Flop, flop, de flop, de flop. Flop, 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 flop. Flop, 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 flop. Flacker, flacker. Hühnergegacker. Da macht sogar Sinn hier mit der Situation, ja. War ausnahmsweise mal ein ganz netter Reim, finde ich zumindest. Ja, ja, ich weiß. Ihr findet den wahrscheinlich wieder scheiße, aber ist ja egal. Interessiert mich ja nicht. Ist ja mein Reim. Wenn er mir gefällt, reicht mir das ja vollkommen aus. Also. Hat denn einer gehört? Ja, ist natürlich schade, wenn euch der Reim nicht gefällt, habe ich gesagt. Da muss ich ja ändern. Das kann ja nicht sein. Muss ich mir bessere ausdenken hier. Ist ja von wegen, also, scheißegal. Ja. So. Jetzt hier einmal rumgebuddelt. Für die Stütze hier. Geht überhaupt nicht. Mann. Scheiße.
Aber hier geht's. So. Perfekt. Gut, die hier fehlen noch. Die Querstreben hier. Ne, die Längsstreben. Das sind ja quer des Längs. Oder? Was weiß ich denn? Die fehlen noch. Die kommen dann, wenn wir uns hier nachher wieder runterbuddeln. Wo ist das mal nach oben? Richtig. So. Ich hab die Eimer vergessen. Ma! Ich wusste es doch. Irgendwas vergesse ich immer. Hohlkopf. Ich habe die Eimer vergessen. Ist das richtig? Warte mal. Da schwimmen die Hühner. Hier. Eigentlich könnte ich hier schon die Schilder machen. Wie habe ich das denn da gemacht? Da sind, muss ich eben nachdenken. Nachdenken. Okay. Wenn da die Hühner sind, ist hier das Wasser. Das heißt, da sind die Schilder. Das heißt, hier. Okay, das ist richtig. Habe ich da genauso. Hätte ich eigentlich auch, eine Schilderreihe, hier eine Reihe sparen können, denke ich zumindest. Aber ist ja jetzt egal. Haben wir das auf der Seite so, dann mache ich es hier auch so. So, die Hühner da oben müssten jetzt eigentlich schon erwachsen sein. Können sie schlachten. Jetzt werfen wir hier die rein. Oh, Hühnchen! Hühnchen! Wir sind offizieller Hühnerlieferant für McDonald's. So werden die gehalten. Wisst ihr Bescheid? So nicht anders. Ist nur eventuell anders getarnt. Das Gebäude. Damit das nicht so auffällt. Aber genauso wird das gemacht. Die schwimmen auch ihr Leben lang auf Wasser und kacken einfach nur Eier aus. Die Eier wiederum werden dann ausgebrütet und sobald sie geschlüpft sind, werden die Küken dann in irgend so ein McChicken verwandelt. Dann kommt da so ein Förmchen, da kommen die rein. Fertig. Oh, das tut mir richtig leid, aber das schmeckt so lecker. Das ist ein Zwiespalt. Boah. Was soll ich machen? So. Ah, hört auf, hier rumzujammern, ihr Hühner. So. Boah, ihr kriegt auch Tinnitus, ne? Durch das ganze Geplatsche da. Auf dem Wasser nebenan. Ah ja, hier muss noch so. Kann hier schon Wasser rein? Ne, da möchte ich noch mehr Hühner drin sehen. Das ist mir noch ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Dann wird in dieser Aufnahme nichts mehr. Halbe Stunde noch, dann ist hier vorbei. Schaffe ich doch nie im Leben. Was ich hier noch alles vorhab eigentlich, ne? Ja, das wird nix. Kannst vergessen. Ja, ja. Aber ihr kennt mich ja. Wenn ich was baue, dann dauert das eben immer so seine Zeit. Weil es ja auch schön werden muss. Und im Idealfall direkt schön. Ist natürlich nicht garantiert. Und Verbesserungen gibt es ja sowieso immer überall irgendwie. So, das soll reichen. Für den Moment. Ah ja, hier oben kommt ja dann sowieso dann die Decke drauf. Perfekt. So, jetzt können wir da rüber. Und ich denke mal, da zumindest schon mal das Dach bauen. Weil die hier erwachsen sind. Jawohl. Nein, 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 nein. Oh, ich bin auch doof, ne? Boah. Hey, weg. Oh, boah, ja, toll. Vier Hühner sind geflohen. Die kriegen wir schon, ey, die Drecksäcke. Wir kriegen euch. Habe ich wieder nicht nachgedacht, ey. Buh.
Okay, aus dem Dach bauen wird noch nichts. Wir müssen erst nochmal runter. Ah, hier haben wir ein paar Eier. Nein, haben wir nicht. Ach, verdammt, jetzt wartet doch noch der Herr Creeper auf uns. Meiner macht doch alles extra. Hat er kein Hobby? Ich warte auf dich.